Es ist schon wieder dunkel. Also nicht Nee, es ganz ist hell. dunkel, aber. Also, ja, okay. Ja, aber es ist eine dunkle Zeit. Weil wenn du, bei dem ist es auch so, wenn du in ein Haus reingehst, wo keine Laternen oder sowas an sind und keine Fenster oder so, ist es da immer noch Ist dunkel. ganz schön dunkel, ja. Ist halt so, wie wenn du in der Church oder so in den Keller gehst. Ja. Es ist ja auch nichts, wenn da keine Lampen an sind. Ich hocke in meinem Bunker. Verdammt. Deswegen hasse ich das. Ja. Ja. Weil wenn die ganze Map dunkel ist, mag ich auch nicht, aber dann kann ich zumindest meinen Monitor umstellen. Weil wenn die ganze Map hell ist und dann gehst du in den Keller, dann ist alles dunkel, siehst du nichts mehr. Jetzt irgendwer in der Ecke und dann kann ich auch nicht meinen Monitor mal ein bisschen heller stellen oder so. Ah, so ist es. Oh, jetzt werden wir gleich weggesniped von links. Nö. Ich lauf gar nicht erst da lang. Ja. War jetzt auch so mein Gedanke. Oh, ich mag diesen Skin. Mit den Wölfen. Ja, schön. Verdammt! Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Auf dem Dach! Wie viele Hives sind denn hier, yo? Lass uns zur Station gehen, oder? Ja, ich will nur meinen Bolzen wieder haben hier. Er ist halt wahrscheinlich jetzt hier irgendwo runtergefallen. Ah, mein Pferd, sorry. Alles gut. Oh, da liegt ein Trade. Ja, Bolzen ist weg. Na gut. Na, für dich bringt's was. Die komische Schlange da, Minas. Mithridatist. Ja, Mithridatist, genau jetzt. Immer noch falsch. Entweder die englische Aussprache hier oben ist eine Toolbox. Ah, Und ich habe okay. ein Antidote bekommen. Entweder Alles die klar. englische Aussprache Mithridatist oder halt die Ja. eingedeutschte Mithridatist oder Mithridatist oder wie auch Ah, immer. ich wollte Minas Tirith sagen, also von Ja, dem her. Minas Tirith geht auch. Die Ja. große weiße Stadt. Ist Ja, trotzdem, ich krieg die ja. Trade sowieso nie voll. Scheiß Herr der Ringe geschädigt, die Kinder, gell? Ah ja. Aber gut war es trotzdem. Klar. Hunde, Hunde! Attacke! Was, du lebst noch, du Drecksack? Wie viele Hives habe ich diese Runde schon gekillt? Wie viele Hives ich einfach diese Runde schon gekillt habe. Okay. Och Ah, oh, Sweet Bell. nö, ich will nicht. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Das ist schon wieder in der Mitte der Map und nirgendwo sind irgendwie Schüsse bis gerade gewesen. Kommen jetzt Ja. alle hier an. Hier ist nochmal eine Toolbox. Werfe ich was weg? Ah, ich könnte noch Platzpatronen werfen. Gehen damit Fässer Komm. hoch, nicht, oder?
Platzpatronen. Ja. Oder die Metalldinger, die man werfen kann. Nee, die Platzpatronen. Okay, ja, da gehen Fässer von kaputt. Echt? Okay, gut zu wissen. Die hier so. Ja, komm, ich hab's Schuss halt gehört. Speedball. Oh, das sind Raben. Krähen. Hunde. Ich habe eben schon welche gemacht. War nicht so angenehm. Oh, noch mehr Hunde. Oh nein, noch einer. Okay, pass. Alles gut. Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Weiß. Ja. Gut, ich habe ja einen Crossbow dabei. Gegen die Spinne gar nicht mal kacke. Nein! Aua! Hör auf! Wirfst du denn jetzt hin hier? So, jetzt sitzen wir mitten in der Map in einem Gebäude. Jawohl. Bleiben wir hier drin oder gehen wir irgendwie woanders hin? Also drüben im Gebäude habe ich zwei Fallen gestellt. Das beantwortet aber ja jetzt nicht meine Frage. Wollte ich nur sagen, lauf nicht rein. Kam gerade ein Zeilenschuss an, glaube ich. Hä? Ich meine, da kam gerade ein Zeilenschuss irgendwo an. Okay. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich dachte, ich sag's mal. Ja, alles gut. Boah, das ist schon alles an Fallen hier. Okay.
March Steps, Nordwesten. Ja. Nord, Nordwesten, ja. Aha, eine ist in meine Falle rein. Hihihi. Ich hab's gehört. Also sind sie da drüben. Silent Schuss. Hier das Fenster kaputt geschossen. Nope. Oh ne, das war ein Armor. Die Tür ist noch ganz geblieben. War wohl nichts. Ist auf den Armor geschossen da. Ah, eine Aftermath. Da in diesem Gebäude drüben. Hab ich einmal die Shotgun dabei. Ja gut, Shotgun ist immer noch besser als Aftermath. Du musst nur schon nah dran sein. Ich heb auf und check mal die Surrounding Area. Zwei Leute da oben drin. Hast du eine Waffe, die viel Munition hat? Nein. Was heißt viel Munition? Ja, dass du halt... Ich hab eine Oprest und... Hä? Wie hat der mich jetzt erschossen? Alter. Durch einen Schlitz. Ja, der hat durch die... Müsste schon an der Tür sein, an der Schiebetür. Ich wollte jetzt gerade hinter der Kiste verschwinden. An der oberen Schiebetür müsste schon sein. Gib dich auf. Jo. Einer ist anders unter drin. Uns. Der ist tot. Ja, okay. Scheiße. Ah, unten durchgeschossen. Stehen ja schon beide wieder. Fuck.
Okay. Einfach noch prefired. Warten, dass die Choke weggeht. Getroffen. Wieder links. Geht ja auch schon wieder. Oh nein! Fuck, du bist ja gar nicht ausgegangen. Nein, ich bin nicht aus. Das ist schlecht. Ah, Mann. Ich kann dich aber ja mit der Bounty wieder aufheben. Ja, wenn du überlebst. Das schaffst du.
die anderen nicht looten und nochmal gucken? Stimmt. Vielleicht. Sitzt auf deinem Body. Ja. Gut, okay. Unten einmal aufheben. Kannst du checken. All clear. Eine Automat und eine Uppercut. Ja, die kannst du gerne kannst du gerne mitnehmen. Ist nicht so meins. Gott, der hat die komplette Uppercut vollgeladen, sodass ich gar keine Munition davon nehmen kann. Wie blöd ist das denn? Also ja, ich hätte schon gern die Automate. ja, okay. Gott, war das kacke. wir müssen eigentlich am besten schnell jetzt nach Blank rauf, bevor die anderen jetzt runterkommen. Du hast ja noch Boost, dann kannst du vorgehen und checken. Hier ist noch eine Toolbox. Oh, Blank. Jo. Na, ich bin voll. Ja. Ich hab nämlich keinen Boost mehr jetzt. 4 Schuss in der Aftermath und 3 in der Uppercut. Das habe ich so ein bisschen von Psycho Ghost gelernt, was ich gerade da angewandt habe. Wenn du im Nahkampf mit jemandem bist, dann niemals schleichen. Entweder laufen oder stehen. Ja. Also du kannst also gehen, laufen oder stehen, aber niemals schleichen. Okay. Weil wenn du auf so eine Distanz schleichst, hört er das trotzdem, auch wenn du gehst oder läufst. Ja. Genauso gut. Okay. Und wenn du nur gehst, dann hast du zumindest die Waffe schon bereit. Ja. Und wenn du läufst, okay, dann kannst du dich halt schneller umpositionieren. Deswegen, wenn du weißt, dass der nicht auf dich schießen kann, gerade läufst du halt. Wenn du aber auf dich schießen kann, dann gehst du lieber und hältst die Waffe bereit. Ja. Aber niemals schleichen, weil der hört dich sowieso. Das war jetzt gerade, was ihm auch zum Verhängnis geworden ist. Deswegen ist er gestorben, weil ich ihn gehört habe.
Er ist geschlichen. Ich habe mich nicht bewegt. Und deswegen konnte ich genau vorhersehen, ja, der kommt jetzt da lang. Kann ich jetzt dann hin-aimen schon. Oh. Krass. Ich bin halt immer gelaufen oder halt gegangen. Ja. Das heißt, erstens war ich schneller. Und zweitens, ist es auch, wenn ich jetzt um die Ecke komme, nicht so offensichtlich, dass ich jetzt da um die Ecke komme. Und ich habe zumindest eine ähnliche Chance, zu schießen wie er. Oh, ich hab gar keine Stamina. Ist alles hier. Oh, schieß. Erste Mal, dass ich die Revive-Mechanik von der Bounty benutzt habe. Ja, es ist auch das erste Mal, wo ich damit aufgehoben worden bin. Ja. Aber du warst ja, also war ja gar nicht roter Totenkopf irgendwie, warum auch immer. Nur wahrscheinlich, weil du eine Bounty hattest, oder? Ja, wahrscheinlich. Weil, also, ja, ganz tot war ich ja. Also.